Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nennwick. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Das Thema lautet, man muss an Immobilie immer vom Exit denken. Eine Immobilie, welche Immobilie meine ich? Es geht nicht um die Immobilie, die du selbst bewohnst. Es geht um die Immobilie, die du kaufst, um als Vermieter aufzutreten, um als Kapitalanleger aufzutreten. Steuerlich nennt man diese Einkunftsart Vermietung, Verpachtung. Und wie komme ich auf dieses Thema? Naja, sehr, sehr oft werde ich halt in meiner täglichen Praxis angesprochen von Mandanten. Hey, Holger oder Herr Nennwick, je nachdem, ob ich per Sie oder per Du mit denen bin, ich möchte eine Immobilie kaufen. Kannst du eine Finanzierung besorgen? Ich habe eine Zinsvorstellung von so und so viel, Laufzeit soll so und so sein, kannst du mal losgehen. Das ist immer eine schöne Aufgabenstellung, die ich bekomme, wo ich innerlich immer zuerst einmal grinse und sage, naja, das ist so das übliche Thema, man kauft mal schnell eine Immobilie. Ich frage immer, warum willst du die denn kaufen? Ja, ich habe eine Immobilie, ist sicher und so weiter. Also ich bekomme sehr, sehr schnell raus durch Nachfragen. Manchmal ist das so eine spontane Idee. Ja, ein Freund, ein Bekannter hat schon eine Immobilie, der fährt damit gut. Oder mein Steuerberater sagt, ich soll mal ein bisschen was investieren, da kann ich die Zinsen ja steuerlich geltend machen. Ich mache mir meine Alterssorgen Gedanken. Ich muss vielleicht für meine Alterssorgen ein bisschen was tun. Da ist so eine Initialzündung vorhanden, aber es ist kein Konzept da, eine Strategie vorhanden. Deshalb sage ich immer in so einem Fall, jetzt lass uns mal darüber reden, du willst eine Immobilie kaufen. Wann willst du sie denn verkaufen? Dann sagt er, Moment mal, ich will die doch erstmal kaufen. Warum soll ich mir jetzt Gedanken machen über das Verkaufen? Sag ich, nee. Der Exit, das Herausgehen aus der Immobilie ist ganz, ganz wichtig. Denn davon hängt ab, wie das Ganze aufgebaut werden muss. Warum? Weil je nachdem, wie du eine Immobilie kaufst, je nachdem, wie groß die ist, je nachdem, wie deine persönliche Situation aussieht von deiner bisherigen Altersvorsorge, von den Assets, die du jetzt schon hast, ist es immer zu beleuchten, soll die Immobilie im Privatvermögen bleiben? Also du kaufst die privat. Das heißt, bei einer Immobilie heute noch nach 10 Jahren kannst du die dann steuerfrei weiterverkaufen, wenn du das möchtest. Oder willst du die gar ins Betriebsvermögen nehmen? Oder willst du sogar das Betriebsvermögen so aufbauen, dass hier Gesellschaftsformen genommen werden, wo nachher eine ganz geringe Besteuerung ist, nicht im Spitzensteuersatz, sondern dass du nachher mit einer Steuer von 15% hinkommst? Das sind natürlich alles strategische Planungsgeschichten, die man von Anfang an klar machen muss. Wenn ich nun sage, ich kaufe die privat, ich möchte die in der Alterssorge belassen, eigentlich bis der Tod uns scheidet, die möchte ich dann sogar ins Erbe noch reingeben, ist das eine ganz andere Strategie als beispielsweise, ich möchte die vielleicht, wenn die Werte schön gestiegen sind, bevor ich vielleicht zu viel revitalisieren muss. Jede Immobilie verbraucht sich ja, die wird abgewohnt, da muss irgendwie mal neu investiert werden. Und dann ist die Frage, mache ich das im Prinzip durch neues Kapital, nehme neues Darlehen auf oder gehe ich vielleicht hin und verkaufe die Immobilie, bevor die Instandhaltungskosten auf mich zukommen, weil ich keine Lust und Zeit habe, auch keine Fähigkeiten habe, mich darum zu kümmern. Das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen. Bist du überhaupt ein Immobilientyp? Passt das zu dir? Willst du die Verwaltung der Immobilie selbst machen? Verwaltung bedeutet ja, du hast ein Mehrfamilienhaus, du hast Einnahmen, du musst Mietverträge machen, du hast also Mieter, du musst die Mieter finden. Wenn ein Mieterwechsel stattfindet, muss ein neuer Mieter reinkommen. Willst du das selbst machen? Über ImmoScout Anzeigen schalten, den Mieter suchen etc. Willst du die Mietverträge selbst aushandeln mit den Vermietern? Willst du selbst die Wohnungsbesichtigung machen bei der Vermietung etc.? Oder willst du das delegieren? Delegieren heißt, kostet Geld. Aber selbst delegieren bedeutet, trau, schau wem. Du musst auch natürlich kontrollieren, ob die Leute, die du beauftragt hast, ihren Job gut machen. Dann die nächste Sache ist, wer kauft? Kaufe ich alleine? Kaufe ich und meine Partnerin oder Partner, also als Eheleute, zu gleichen Anteilen? Ist Geld da? Man muss gucken, wie ist das nachher, wenn der eine Partner beispielsweise, habe ich jetzt letztens wieder so ein Beispiel erlebt, da liegen 2 Millionen rum und derjenige kauft ein Haus, geht zum Notar oder will zum Notar gehen und sagt dann, ja, meine Ehefrau kauft das Haus mit mir zusammen.
dann kommt die 2 Millionen vom Konto des Ehemanns, von dem finanziell Stärkeren, dann ist das eine Schenkung. So weit, so gut. Wenn man das will, einverstanden, aber schenkungsfreie Beträge unter Eheleuten sind 500.000, da muss man sich vorher überlegen, will ich das wirklich, was hat das für eine Konsequenz? Es wird also sehr, sehr oft, geht man emotional hin, ach Schatzi, das gehört uns so eh zusammen, ich bin zwar derjenige, der das Geld auf dem Konto hat, weil ich die Firma habe beispielsweise, du hast ja das Familienunternehmen gemanagt, die Kinder etc., aber es gehört uns ja subjektiv beiden zusammen, das Geld, was hier bei mir auf dem Konto liegt, geh mal zum Notar, der Notar hinterfragt ja nicht, woher kommt denn das Geld, der trägt das ein, aha, beide sollen Eigentümer werden, Drops gelutscht, aber es kann bedeuten, dass gerade eine Schenkung vollzogen worden ist. Entschuldigung, das bedeutet, kann nicht, das bedeutet, dass hier eine Schenkung vollzogen worden ist. Ob du das nachher so willst, ist eine andere Frage. Deshalb musst du das Ganze planen. Dann, wie gesagt, nochmal vom Exit her, wann willst du das Ganze wieder verkaufen? Da spielt eine Rolle, willst du diese Immobilie im Prinzip, bis der Tod euch scheidet, mit übernehmen. Da habe ich eben das Thema mit der Instandhaltungsgeschichte schon angesprochen. Oder willst du das irgendwann an deine Kinder verschenken? Da ist die Frage heute schon, sind die Kinder überhaupt fähig dazu und willig dazu, sich mit der Immobilie zu beschäftigen? Ich habe jetzt einen Fall beispielsweise, da hat ein Mandant schon einiges an Immobilien angeschafft, kommt aus dem handwerklichen Bereich, hat die Fähigkeit, kommt an gute Sachen dran, kann auch selbst Renovierung machen, weil er die ganzen Gewerke an der Hand hat, kann also Sachen kaufen, die würden, sagen wir mal, ein Zahlenmensch, der gut mit Zahlen umgehen kann, aber von Handwerk keine Ahnung hat, vielleicht gar nicht kaufen. Er kauft sich das hässliche Entlein, hübscht das Ganze gut auf, weil er gut eingekauft hat und weiß, mit wenig Gewerken, wie man dann im Prinzip aus dem hässlichen Entlein einen hübschen Schwan machen kann. Das ist eine Fähigkeit von ihm. Da war das Thema auch, den soll ich wegen Erben schenken beraten, als Estate Planner. Ich habe gesagt, hör mal, was die Immobilien angeht, frag doch erstmal deine beiden Söhne, haben die überhaupt Bock darauf, diese Immobilien eines Tages zu übernehmen? Oder haben die sogar jetzt Bock darauf, mit dir weiter Immobilienvermögen aufzubauen? Oder sagen die immer, Vater, weißt du, verklitscht das Ganze lieber und hinterlass uns Bargeld, wir haben keinen Bock darauf. Da wurde ein Gespräch von vornherein mit den Kindern gemacht, was in dem Fall auch so ausgegangen ist, die Kinder sagen, hey, wir haben Bock mitzumachen, da kann man jetzt wirklich immobilienmäßig sowas schön aufbauen, steuerlich was optimieren, weil man das im Langzeitvermögen dann auch halten möchte. Man kann eine Gesellschaftsform wählen, die hier in dem Fall sehr wahrscheinlich ganz interessant ist, aber das ist dann Aufgabe des Steuerberaters, den ich dann mit reinnehme, das Ganze mal auszurechnen im Vergleich. Ihr merkt also, eine Strategie ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was will ich eigentlich mit der Immobilie eines Tages machen? Deshalb dieser Impuls des heutigen Podcasts, man muss eine Immobilie immer vom Exit her denken, mach du das auch. Bei den Immobilien, die du kaufen willst, aber vielleicht hast du schon die eine oder andere Immobilie, mach dir mal Gedanken drüber, wie soll es weitergehen mit der Immobilie. Und danach richtet sich auch die Strategie, wie du damit umzugehen hast. So, ich hoffe, ich konnte dir da einen kleinen Impuls geben für den Themenbereich Immobilien. Ich weiß, dass viele meiner Mandanten, auch viele Leute, die diesen Podcast hören, mit Immobilien schon einige Standbeine aufgebaut haben oder über nachdenken, Immobilien zu kaufen. Das war also der Impuls des heutigen Tages. In dem Sinne, alles Gute. Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, so würde ich mich freuen über eine gute Bewertung via iTunes. Vielleicht schreibst du ein paar schöne Sätze als Bewertung. Und wenn du Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen hast, die auch an diesem Thema interessiert sind, an diesem Podcast interessiert sind, so würde ich mich freuen, wenn du einfach den Link an die weiter übermittelst. In dem Sinne, alles Gute, dein Holger.